Herzlich willkommen zu dieser Yoga-Stunde. Unser Motto der heutigen Stunde ist das Motto Wünsche. Und so bitte ich euch, schon jetzt in eine angenehme Sitzposition zu kommen, nochmal das Sitzfleisch manuell unter euch rauszuholen, sodass ihr mit den Sitzbeinhöckern fest verankert auf eurem Kissen oder auf eurer Matte sitzt. Schließt für einen Moment die Augen und holt euch die Ruhe in den Körper. Legt die Hände ganz entspannt auf eure Oberschenkel und genießt, wie ihr geatmet werdet. Der Atem wird uns geschenkt. Er bringt das Leben und die Fülle des Lebens mit sich. Ich bitte dich, deine Haltung so einzunehmen, dass du aufrecht sitzen kannst. Wähle einen Sitz, der dir dienlich ist und der dich unterstützt. Schließ die Augen und atme tief ein und lösend aus. Beginne mit dem äußeren Körper. Wurzel in die Basis. Lass das Gewicht des Beckens in Kontakt mit dem Körper in den Boden sinken. Richte die Seiten des Körpers lang auf. Und visualisiere die Länge der Wirbelsäule zwischen der Basis des Beckens, erdend und wurzelnd und der Kopfkrone nach oben strebend und wachsend. Was für Wünsche gibt es? Wir wissen, dass wir in unserer Essenz das Glück, das Licht und die Liebe in uns tragen. Es gibt Wünsche, die aus unserem tiefsten innersten Herzen kommen und aus der Erfahrung unseres persönlichen Glücks getragen werden. Und es gibt Wünsche, die entstehen dann, wenn wir den Eindruck haben, es fehlt was. Die Suche im Äußeren schlägt oft fehl oder befriedigt uns gar nicht. Und so suchen wir im Innern die Ruhe, den Frieden und die Glückseligkeit zu finden. Und wenn ihr eure Hände nun mit geschlossenen Augen vor euer Herz nehmt, so spürt den Atem, den Herzschlag, wie alles im Einklang miteinander ist. Nichts muss initiiert werden, es kommt ganz von selbst, der Atem, der Herzschlag. Auch die Gedanken kommen von selbst. Und wenn wir ganz bei uns sind, dann können wir unsere Herzenswünsche ganz bewusst und im Einklang mit uns selbst formulieren. Und wir können davon träumen und voller Liebe die Freude in unser Herz holen. Und dann ist es der Wunsch, der in Erfüllung geht, weil wir ihn so tief verwurzelt haben in unserem Herz mit einem ganz erhabenen Gefühl. So, als hätten wir einen erfolgreichen Vertrag geschlossen zwischen uns selbst und unserer Glückseligkeit. Versinke in dir und grenze dich ab von allen äußeren Vorgängen. Nur dann kann dein Wunsch in Erfüllung gehen. Mit jeder Ausatmung finde das sanfte Expandieren der Körpergrenzen gehalten in deiner Energie und beginne deinen Atem wahrzunehmen, sanft ein und sanft aus. Und so bitte ich dich ganz sanft, die Augen zu öffnen, den Raum wahrzunehmen und die Hände auf deinen Oberschenkel sinken zu lassen. Mit der Einatmung schaff die Länge, stupst dich weg von den Sitzbeinhöckern bis über die Krone des Kopfes und mit der Ausatmung verwurzle mehr in Mutter Erde. Mit der Einatmung nimm alles von dir weg, wenn du auf einem Meditationskissen gesessen bist oder auf einem Kissen, schubs es weg und verankere nochmal erneut die Sitzbeinhöcker auf der Matte. Und dann bitte ich dich, die Fingerkuppen vor dir aufzustellen, den Körper nochmal ganz gerade aufzurichten, das Kinn Richtung Hals zu stupsen, sodass die
Nackenwirbelsäule ganz lang wird und sich die Nerven öffnen können und die Energie fließen kann. Und dann krabbel mit den Fingerkuppen ein bisschen nach vorne mit geradem Oberkörper, diagonal nach vorne und halte die Aufrichtung und den pulsierenden Atem in dir. Mit der Einatmung richte dich ein Stück auf und weite die Fingerkuppen über die Knie hinweg zur Seite und dann versuche nochmal mit langem Oberkörper dich über deine Knie nach vorne zu verneigen. Die Nase bleibt ganz erhoben, wir kommen nicht mit der Nase auf den Boden, das wäre zu viel am Anfang der Stunde. Und mit der Einatmung richten wir uns wieder auf. So bitte ich dich, in einen Fersensitz zu kommen, wenn es dir möglich ist, vielleicht ein Kissen dazwischen zu legen, zwischen Knie und Unterschenkel und Oberschenkel, das fällt einem dann immer leichter, so zu sitzen. Leg die Hände sanft auf die Knie, du hast die Basis in den Füßen, im Becken. Eine kleine Lordose darf in deinem unteren Rücken sein und wir ziehen einmal die Schultern zu den Ohren und legen sie genüsslich hinter unser Herz. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir auf die Knie, lassen die Hände, wo sie sind. Und dann nehmen wir sie ins Hand, Anjali Mudra, vor unser Herz. Und dann stupsen wir die Finger nach oben. Und diese Haltung ist, was wünschen wir uns? Oft bitten wir darum. Doch suchen und erfinden werden wir es nur in uns. Einatmung hier und mit der Ausatmung nimm die Hände wieder an die Seite deines Körpers. Leg sie an dein Gesäß an. Weite die hinteren inneren Oberschenkel nach hinten. Mach einen Entenpo und stups mit den Händen das Steißbein wieder Richtung Kniekehlen. So füllt sich der untere Rücken und du hast die schöne Aufrichtung hier. Einatmung, volle Länge im Seitkörper. Ausatmung, das Brustbein strebt Richtung Himmel und du neigst dich nur mit dem Oberkörper ein Stück nach hinten. Die Hände stützen dein Becken, die Ellenbogen ziehen energetisch zueinander. Einatmung, richte dich wieder auf und Ausatmung, nimm die Hände nach vorne auf die Matte in die Cat-Cow-Position. Einatmung, ein geführtes Hohlkreuz. Lass das Brustbein nach vorne streben, ausatmen, schau in den Bauchnabel und zieh den Bauchnabel fest Richtung Wirbelsäule. Einatmen, wieder in ein geführtes Hohlkreuz, schau in die Welt hinein, nach vorne, ausatmen, das Becken führt und das Steißbein zieht Richtung Kniekehlen nach unten. Einatmen, eine neutrale Position. Und dann wandern mit den Händen ein Stück weit, eine Handbreit nach vorne und hebe die Füße von der Matte weg. Die Zehenspitzen zeigen nach oben und du balancierst nur noch auf den Knien. Einatmung hier, fülle den unteren Rücken und mit der Ausatmung beugen die Ellenbogen nahe des Körpers nach unten und wir verneigen uns Richtung Matte. Einatmung, streck die Arme wieder nach oben. Lass die Füße gehoben, wenn du mit der nächsten Ausatmung dich nochmal diagonal über die Matte verneigst. Einatmen, nochmal nach oben und einmal schaffen wir noch, wir wecken die Arme auf. Ausatmen, nochmal in eine Vorbeuge mit gebeugten Knien. Einatmen, komm nach oben, stell die Füße wieder auf. Und dann wander mit den Füßen ein Stück weit nach unten und leg dich mit dem Bauch auf der Matte ab. Die Hände stell unter die Schultern, drück die Fußrücken fest in die Matte, die Beine sind starr. Wir machen einen Entenpo, schieben einmal ganz weit das Becken nach oben und mit der Ausatmung ziehen wir das Steißbein wieder energetisch Richtung Matte. Und indem die Hände zu den Fersen ziehen, kann sich der Oberkörper leicht nach vorne erheben, wie in eine kleine Mini-Mini-Kobra. Und mit der Ausatmung sinkt die Stirn wieder zur Matte. Stell die Füße auf und drück dich auf die Knie. Wir sind wieder im Vierfüßlerstand. Einatmung, schau mal zu den Knien. Sind sie hüftweit aufgestellt, auch die Füße? Die siehst du gar nicht, denn die sind hinter deinen Knien. Die Hände sind unter den Schultern. Und mit der Einatmung nochmal in ein geführtes Hohlkreuz.
Kreuz, der untere Bauch fühlt oder das Becken. Am Schluss kommt der Kopf. Und mit der Ausatmung schau in den Bauchnabel, zieh ihn zur Wirbelsäule. Einatmung in die neutrale Position. Und dann bitte ich dich, die rechte Hand zu heben und ihr nachzuschauen zum Himmel. Dehn dich auf und mit der Ausatmung führ die rechte Hand unter den linken Arm durch und leg dich kurz auf dein rechtes Ohr. Einatmung, nimm die rechte Hand wieder neben die linke und verweile hier. Mit der nächsten Einatmung heben wir den linken Arm zum Himmel, strecken uns auf und mit der Ausatmung führen wir die linke Hand unter dem rechten Arm unten durch und legen uns auf unser linkes Ohr. Einatmung, stellt die linke Hand wieder neben die rechte. Einatmung, geführtes Hohlkreuz. Ausatmung in ein Rundrücken. Einatmung in eine neutrale Position. Und dann bitte ich dich, wieder mit den Händen zu den Knien zu wandern, die Hände an die Hüften zu nehmen. Und dann zieh einmal die Schulter nach oben, zu den Ohren, dass sich die Wirbelsäule auch etwas strecken kann. Dabei drückst du das Becken Richtung Knie nach unten und mit der Ausatmung lass die Schulterblätter wieder hinter dein Herz sinken. Ganz genüsslich, ganz liebevoll. Und dann bitte ich dich mit der nächsten Einatmung ein Bein aufzustellen und dich in die aufrechte Position am Anfang der Matte zu begeben. Wunderbar. Ein kleiner Aufwärmer im Sitzen. Einatmung, die Arme führen nach vorne, parallel zur Matte. Integriere die Schultern in Schultergelenk und heb deine Arme zum Himmel. Aktive Finger, die in den Himmel strahlen, mit der Ausatmung gerne mit gebeugten Knie, komm in die Vorbeuge. Einatmung, in die halbe Vorbeuge, zieh dich an den Fingerkuppen in die Länge und Ausatmung, verneig tief in eine ganze Vorbeuge. Einatmung, die Arme gehen über die Seite wieder zum Himmel und Ausatmung, die Hände ins Anjali-Mudra vor dein Herz. Und bitte ich dich, die Hände auf die Schultern zu legen, zieh die Schultern nochmal mit den Händen zu den Ohren und dann schiebst du sie mit den Fingerkuppen nach hinten, dann dürfen sie tiefer sinken in den unteren Rücken und verbinden. Es ist wie Fäden, die von den Schulterblättern zum Becken ziehen. Und dann nimmst du die Arme zur Seite. Und mit der nächsten Einatmung die Arme in weiten Bogen nach oben zum Himmel. Aktive Finger. Spür die Basis in den Füßen, wie die Energie hochsteigt zum Becken. Und wie du die ganze Energie über den Himmel in die Hände, über die Kopfkrone in dein Becken holst. Ausatmung, verneig dich tief über deine Knie in die Vorbeuge. Einatmung, zieh dich an den Fingerkuppen lang, halbe Vorbeuge. Ausatmung, erde die Hände in die Matte und trete zurück in die Plankposition. Hier schauen wir nochmal in den Bauchnabel, hebt euer Becken und guckt richtig fest, macht einen Rundrücken und schaut in den Bauchnabel. Und Einatmung schafft die Länge von den Füßen bis zu den Händen über die Krone des Kopfes. Stufe 1 geht mit den Knien zum Boden und Stufe 2 geht mit mir über die Plankposition auf die Matte. Wir legen den Oberkörper ab. Streck die Füße lang auf, zieh die Hände energetisch zu den Fersen, Ellenbogen nah am Oberkörper. Zieh dich lang in eine Kobra. Kleine Mini-Mini-Kobra, ausatmen, komm zurück, stell die Füße auf und über die Knie schieb dich zurück auf die Fersen und drück dich in den ersten herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund bitte ich dich, die Knie fest zu beugen. Drück dich weg mit den Händen, dass du mehr in dein Becken kommst. Weite die hinteren, inneren Oberschenkel, wenn du mit der Ausatmung die rechte Ferse zur Matte ziehst. Einatmung, tief gebeugte Knie, Ausatmung, die linke Ferse geht zur Matte. Einatmung, gerne nochmal im eigenen Atemrhythmus, kannst du hier so genüsslich Wasser treten. Mit der Einatmung immer tief gebeugte Knie und mit der Ausatmung zieh die
getreten haben, bitte ich euch noch meinen tief gebeugten Knien anzukommen und mit der Ausatmung beide Fersen zur Matte zu ziehen. Einatmung, der rechte Fuß kommt zwischen die Hände nach vorne in den Ausfallschritt. Schau noch mal unten durch, sind die Füße hüftweit und dann weite das Becken und schieb den rechten Beckenkamm nach hinten, um weiter in dein rechtes Knie zu erden. Einatmung, zieh die Kraft von den Händen und Füßen in euer Becken und dann hebt die Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Adanasana. Ausatmen, komm mit den Händen zurück und trete in den herabschauenden Hund. Einatmen, komm in die Brettposition nach vorne. Ausatmen, über die Knie oder als Brett, sink auf deinem Weg zur Matte. Mach die Füße lang, drück die Hände fest in die Matte. Einatmen, zieh dich in die Cobra. Und ausatmen, sinke zurück und drück dein Gesäß auf die Fersen. Eine Einatmung hier und mit der Ausatmung drück dich mit den Füßen zurück in den herabschauenden Hund. Einatmung, der linke Fuß geht nach vorne zwischen die Hände in den Ausfallschritt. Schau unten durch, sind die Füße hüftweit, weite die linken Beckenkamm und komm tiefer in dein linkes Knie. Einatmung, wenn du die Kraft über die Füße und Hände ins Becken holst, heben sich die Hände über die Seite nach oben in Alanasana. Ausatmung, die Hände gehen zurück und wir treten mit dem rechten Fuß nach vorne zum linken. Stellen die Fingerkuppen vor uns auf, ziehen uns lang in eine halbe Vorbeuge und Ausatmung verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Einatmung, die Arme gehen einen weiten Bogen nach oben zum Himmel. Ausatmung ins Anjali Mudra vor euer Herz. Super. Und dann bitte ich euch, einmal die Hände an euer Gesäß nochmal zu nehmen. Die Füße sind hüftweit und ihr drückt so fest gegen das Becken, dass sich die Knie leicht beugen. Und wenn ihr die hinteren inneren Oberschenkel wieder nach hinten schiebt, dann können sich die Knie strecken und euer Becken ist dennoch ganz gerade aufgerichtet. Dann nehmt die Hände an eure Oberschenkel, beugt die Knie leicht und rollt mit einem runden Rücken Richtung Fersen nach unten. Stufe 1 kann gerne an den Waden oder an den Schienbeinen bleiben. Stufe 2 wandert mit mir mit den Händen runter. Und dann schieben wir die Hände von vorne unter unsere Füße und treten mal mit den Zehen richtig auf unsere Hände drauf. Einatmung, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Und wenn die Ellenbogen jetzt zur Seite wollen, verneigen wir tief in eine ganze Vorbeuge. Ihr könnt gerne auch die Knie beugen, wenn es euch leichter fällt, das ist kein Problem. Dann liegt der Oberkörper auf den Oberschenkeln. Einatmung, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Einatmen nochmal, schaut nach vorne in die halbe Vorbeuge und dann löst wieder die Hände unter den Füßen, stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch nochmal hier lang in eine halbe Vorbeuge und dann erdet die Hände auf der Matte und tretet zurück in den Hund, in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung holt euch die Kraft von der Peripherie in eure Mittellinie der Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung sind es die Zehen, die nun nach links schauen wollen, wenn die Fersen nach rechts kippen. Der Popo ist immer noch in der Luft. Wir kippen einfach nur die Füße zur Seite. Einatmung, kommen die Füße wieder in die Ausgangsposition. Und Ausatmung, kippen die Fersen zur linken Seite. Super. Einatmung nochmal in die Mittelposition. Wir machen das nochmal. Die Zehen bleiben schön stehen und nur die Fersen kippen nach rechts. Wir kommen auf die Außenkante des rechten Fuß. Einatmen, wieder in die Ausgangsposition. Ausatmen, wir kippen die Fersen nach links. Einatmen, nochmal in die Ausgangsposition. Wunderbar. Und dann bitte ich euch, nach vorne in die Brettposition zu kommen. Zieht das Becken fest nach oben.
Füllt den unteren Rücken, zieht die Schulterblätter weg von den Ohren, dass der Nacken lang bleiben kann. Eine Einatmung noch hier und mit den Knien auf der Matte kommen wir nach unten zum Liegen. Streckt die Füße auf, zieht die Hände Richtung Füße, die Ellenbogen nah am Körper. Mit der Einatmung hebt euch in eine kleine Kobra. Mit der Ausatmung drückt den Popo zurück auf die Fersen, kommt in den herabschauenden Hund. Zum Ausgleich bitte ich euch, im eigenen Atemrhythmus ein bisschen Wasser zu treten mit den Füßen. Genießt die Dehnung, drückt euch gerne weg mit den Händen, sodass ihr richtig spürt, wie euer Popo hier tänzelt und wackelt, während ihr die Fersen Richtung Matte zieht. Dann bitte ich euch, wieder zur Ruhe zu kommen und mit kleinen Schritten nach vorne zum Mattenrand zu laufen. Stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge und ausatmen, verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Nun bitte ich euch, die Unterarme von hinten an die Waden zu legen. Die Knie sind leicht gebeugt und mit der Einatmung hebt hier nochmal den Oberkörper etwas an, so kann der Nacken wieder in Verlängerung des Halses ganz klar und lang aufgerichtet sein. Mit der Ausatmung lasst den Kopf Richtung Knie sinken, drückt mit den Unterarmen gegen die Waden. Und mit der Einatmung hebt nochmal den Kopf in der vollen Länge vom Sitzbeinhöckern bis über die Krone des Kopfes. Und mit der Ausatmung lasst den Kopf wieder genüsslich über die Knie sinken. Einatmung, lasst die Arme los, die Arme gehen über die Seite nach oben zum Himmel. Und Ausatmung, die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Ganz toll. Die Hände gleiten über die Seite rechts und links des Körpers. Und mit der Einatmung holt die Arme wieder über die Seite nach oben zum Himmel. Und mit der Ausatmung genießt es, in die Vorbeuge zu kommen. Verneigt euch vor eurem eigenen Essenz. Einatmung, stellt die Fingerkuppen auf, halbe Vorbeuge. Achtung, Ausatmung. Der rechte Fuß geht nach hinten zum hinteren Mattenrand in den Ausfallschritt. Einatmung, zieht die Kraft von den Füßen in euer Becken, das Becken hebt sich. Und Ausatmung, sinkt das Becken tiefer in diese Position. Einatmung, nochmal holt euch das Becken nach oben. Und Ausatmung, sinkt tiefer in das linke Knie hinein. Und mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, das Becken so weit hochzuholen, dass sich das linke Knie etwas mehr strecken kann. Aber so, dass eine kleine Mikrobeuge in eurem Knie bleibt. Die Finger stützen euch und der Oberkörper ist ganz lang. Ihr atmet hier gleichmäßig und ruhig. Drückt mit den rechten Zehen so fest in die Matte, dass ihr den rechten Beckenkamm nach vorne stupst, dass die Hüfte wieder parallel zur kurzen Mattenkante ausgerichtet ist. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung sinkt das Knie wieder tiefer über die linke Ferse. Und mit der Ausatmung wandert der linke Fuß zum linken Mattenrand und die linke Hand kommt auf die Innenseite des linken Fußes. Einatmung, holt das Becken wieder nach oben, zieht es richtig hoch, drückt mit den hinteren Zehen fest in die Matte und Ausatmung, sinkt wieder tiefer in euer linkes Knie. Der Oberkörper ist ganz lang in dieser Bewegung, ihr pulsiert, Einatmung, zieht die Kraft wieder ins Becken, weitet die Hüfte und Ausatmung, sinkt tiefer in euer linkes Knie. Super! Mit der nächsten Einatmung wandert wieder mit dem linken Fuß in die Mitte. Die Fingerkuppen sind rechts und links. Und jetzt holt euch die Kraft von der Peripherie in die Mittellinie. Das Becken ist stabil ausgerichtet. Und dann können sich die Finger von der Matte wegbewegen. Sie schweben so richtig über der Matte. Wenn ihr mit der nächsten Einatmung die Arme diagonal nach vorne zieht und mit der Ausatmung führt die Arme über die Seite nach hinten wie Flügel. Einatmung, zieht sie nochmal nach vorne und Ausatmung, führt sie nach hinten, fliegt mit mir. Einatmung, zieht sie nach vorne und mit der Ausatmung erdet die Fingerkuppen wieder auf der Matte, holt den rechten Fuß zum linken dazu, stellt die Füße, die Fingerkuppen auf,
Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, verneigt tief in die ganze Vorbeuge. Achtung, Einatmung, tief gebeugte Knie. Die Arme gehen nach vorne, Stuhlstellung. Dann bitte ich euch, die Hände nochmal an die Schultern zu nehmen. Zieht die Schultern wie zu Beginn der Stunde wieder hinter euer Herz. Und dann sind die Hände so weit hinter den Ohren, dass die Arme sich lang nach oben strecken können. Eine Einatmung noch hier und eine Ausatmung, ja, und mit der Einatmung kommt nach oben und nehmt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Ganz toll, super. Einatmung, lasst die Arme sinken und über die Seite nach oben zum Himmel streben. Ausatmung, Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge. Und mit der Ausatmung geht der linke Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Die Fingerkuppen drückt neben dem rechten Fuß fest in die Matte. Und dann holt euch die Energie von Mutter Erde in euer Becken über die Füße und die Hände. Zieht sie fast energetisch zum hinteren Fuß. Und dann hebt euer Becken nach oben und weitet den rechten Beckenkamm nach hinten. Ausatmung, sinkt tief in euer rechtes Knie. Einatmung, weitet das Becken nochmal nach oben. Ausatmung, sinkt tiefer ins rechte Knie. Einatmung, ganz genüsslich, streckt langsam, langsam. Wir haben alle Zeit der Welt. Das rechte Knie, so gut ihr könnt, mit einer kleinen Mikrobeuge. Und die Fingerkuppen dürfen gerne ein Stück weit nach hinten wandern, dass sie unterhalb der Schultern stehen. Und ihr drückt so fest in den linken Fuß, dass ihr den linken Beckenkamm nach vorne stupst. Der Oberkörper thront parallel zur Matte und ihr guckt eure Zehen an, eure wundervollen Zehen und Füße, die euch schon so viele Jahre durchs Leben getragen haben und euch hier schon jeden Wunsch, wohin ihr wolltet, erfüllt haben. Tiefe Einatmung hier und mit der Ausatmung sinkt wieder genüsslich mehr in euer rechtes Knie. Holt euch die Kraft über die Peripherie in die Mittellinie eurer Wirbelsäule und löst die Hände von der Matte. Sie schweben hier schon ein paar Zentimeter über der Matte und bouncen hier hin und her. Und wenn ihr die Kraft im Becken spürt, dann hebt die Arme diagonal nach vorne neben die Ohren mit der Einatmung und mit der Ausatmung führt sie über die Seite des Körpers zurück. Einatmung nochmal, zieht die Arme weit nach vorne, drückt in den hinteren Fuß und Ausatmung, führt die Arme über die Seite nach hinten. Einatmung, stellt die Fingerkuppen neben dem rechten Fuß wieder auf und holt euch den linken Fuß zum rechten nach vorne. Stellt die Fingerkuppen auf, halbe Vorbeuge, zieht den Oberkörper lang und Ausatmung, verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Einatmung nochmal, halbe Vorbeuge, volle Länge, Druck in die Füße, in alle vier Kontaktpunkte. Und Ausatmung, verneigt genüsslich über eure Knie. Achtung, Einatmung, tief gebeugte Knie. Und dann nehmt die Hände an euer Gesäß, legt sie flach dort an und dann hebt sich der Oberkörper ein Stückchen weit nach oben. Die Knie sind noch tief gebeugt. Und wenn wir jetzt die Arme zur Seite öffnen, dann zeigen die Handflächen nach unten und dann drehen wir die Handflächen nach oben, dann rotieren die Schultern nach vorne. Und einatmen, drehen wir die Handflächen wieder nach unten und dann drehen wir sie in die andere Richtung nach oben, dann legen wir die Schulterblätter hinter unser Herz und dann heben wir die Arme nach oben in die vollendete Stuhlstellung. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir zum Stehen und nehmen die Hände ins Anjali Mudra vor unser Herz. Ganz toll, wunderbar. Einatmung, die Arme gehen im weiten Bogen nach oben. Ausatmung in die Vorbeuge. Einatmung in die halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, tretet mit dem rechten Fuß zurück und erdet die rechte Ferse. Der Fuß ist parallel zum hinteren Mattenrand. Verweilt erstmal hier, schaut zu uns eurem hinteren Fuß. Drückt die Außenkante des rechten Fußes fest in die Matte,
Der große Ballen und die innere hintere Ferse ziehen energetisch zueinander. Dann wölbt sich das Fußgewölbe auf. Euer Blick geht nach vorne, dort steht euer linker Fuß. Und das linke Knie ist oberhalb der linken Ferse, ganz gerade ausgerichtet. Und mit der nächsten Einatmung holt euch die Kraft von den Füßen und Händen in euer Becken, als würdet ihr die Füße energetisch zueinander ziehen. Dann lösen sich die Hände und wir fächern auf in den Krieger 2. Super. Nehmt nochmal die Hände ans Gesäß, weitet die hinteren inneren Oberschenkel, macht einen Entenpopo. Ihr kennt das schon. Und dann drückt mit den Händen das Steißbein wieder Richtung Matte. Dann merkt ihr schon, der Turnus geht genau in euer linkes Knie, das sich noch tiefer beugen darf, indem ihr den rechten Fuß fest in die Matte drückt. Und dann öffnet die Arme zur Seite. Der Blick ist weich über den vorderen Mittelfinger. Und ihr verweilt hier ein paar Atemzüge im eigenen Rhythmus. Achtet darauf, dass die Schulterblätter nicht nach oben gezogen werden, sondern ganz brav und ganz liebevoll euer Herz stützen. Und mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, das linke Bein zu strecken. Und dann ist es die linke Hand, die auf oberhalb eures Knies sich abstützt. Und der rechte Arm strebt nach oben zum Himmel. Der Daumen zeigt hinter uns. Und wir gucken in die Hand rein und sehen dort vielleicht schon die Erfüllung mancher Wünsche, die in unser Herz kommen. Als würden wir sie von den Sternen nach unten in unser Herz holen. Zieht euch die Kraft von den Füßen ins Becken, von der Hand, die Richtung Himmel zeigt, in euer Herz und dehnt euch auf. Wunderbar. Und mit der Ausatmung bitte ich euch, die rechte Hand an die Hüfte zu nehmen, das linke Knie wieder mehr zu beugen und die linke Hand an der Innenseite des linken Fußes abzustellen. Das Becken weitet sich zu der geöffneten Seite, indem ihr das Steißbein fest zur Matte zieht. Und mit der nächsten Einatmung zieht die rechte Hand am Ohr vorbei, diagonal über den Kopf. Der rechte Daumen zeigt Richtung Himmel. Zieht das Schulterblatt weg vom Ohr. Weitet euer Herz zur rechten Seite, Schulter über Schulter. Der Blick kann gerne zum Himmel gehen. Super. Gerne noch etwas mehr das Brustbein Richtung Himmel schieben. Jawohl, toll, ganz toll. Und mit der Ausatmung nehmt die rechte Hand wieder neben die linke. Dreht die rechte Ferse nach oben. Und wenn die linke Hand auf der Außenseite des linken Fußes steht, holt euch den rechten Fuß zum linken nach vorne. Einatmung, stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, verneigt tief. Einatmung, streckt euch nochmal lang. Und Ausatmung, gerne auch mit einem Seufzer über die Knie verneigen. Und mit der nächsten Einatmung geht der linke Fuß zum Mattenende. Erdet die linke Ferse, der Fuß ist parallel zum hinteren Mattenrand. Und auch hier schauen wir unten durch. Die Fußaußenkante des linken Fußes drückt fest in die Matte. Der linke große Ballen, die linke innere Ferse ziehen energetisch zueinander. Das Fußgewölbe wölbt sich auf und unser Blick geht wieder nach vorne. Unser rechtes Knie ist geradlinig überhalb der rechten Ferse. Entschuldigt, ich habe gesagt, unser rechtes Knie, Verzeihung. Und dann bitte ich euch, die Kraft von den Füßen und Händen in euer Becken zu ziehen, dass sich die Hände lösen können und wir fächern auf in den Krieger 2. Die Hände gehen an die hinteren inneren Oberschenkel, die wir hier nochmal nach hinten genüsslich ziehen, um das Becken zu weiten. Und mit der Ausatmung drücken die Hände der Steißbein Richtung Matte und wir sinken tief in unser rechtes Knie. Einatmung, öffnet eure Flügel wieder zur Seite. Der Blick ist stolz und genüsslich über den Mittelfinger, denn wir wissen, dass das, was wir im Herzen wünschen, immer in Erfüllung gehen wird. Wir müssen es nur wollen. Und mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, das rechte Knie zu strecken. Legt die rechte Hand oberhalb des Knies auf eurem Oberschenkel und mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, die linke
Hand nach oben zu fühlen. Der Daumen zeigt hinter uns und die Handfläche ist die, in die wir schauen können und wie in einem Buch zu lesen. Und wenn wir die Kraft über die Füße in unser Becken holen, dann kann die Hand die Energie aus dem Himmel in unser Herz ziehen. Und dann können wir uns ein Lächeln schenken in dieser wundervollen Aufrichtung. Super, und dann bitte ich euch, die linke Hand an die Hüfte zu nehmen und mit dem rechten Knie wieder tiefer zu sinken. Und dann ist es die rechte Hand, die sich auf der Innenseite des rechten Fußes abstellt. Und die linke Hand löst von der Hüfte und der Arm geht diagonal über das Ohr in die Raummitte hinein. Der linke Daumen zeigt nach oben zum Himmel. Und indem ihr in den linken Fuß drückt, spürt ihr die Länge im Seitkörper bis über die Krone des Kopfes in eure linken Fingerkuppen. Wunderbar. Eine Einatmung noch hier und mit der Ausatmung bitte ich euch, hier schon unten rauszudrehen. Rechte Hand und linke Hand auf der Außenseite des rechten Fußes. Die linke Ferse zieht nach oben. Einatmung, der linke Fuß geht neben dem rechten nach vorne. Stellt die Fingerkuppen auf. Zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge und Ausatmung, verneigt tief in die ganze Vorbeuge. Einatmung, die Arme gehen über die Seite nach oben zum Himmel und Ausatmung, die Hände gehen ins Anjali Mudra vor euer Herz. So bitte ich euch, die Daumenwurzeln einmal auf euer drittes Auge zu legen. Zieht in dieser Position ganz genüsslich die Schultern hinter euer Herz. Und lasst die Daumenwurzeln auf eurem dritten Auge ruhen, wenn ihr die Augen schließt. Und so steht ihr ganz selbstverständlich und stabil auf euren wundervollen Füßen, in eurem wundervollen Tempel eures Körpers, wo so viele Erinnerungen und so viele Wünsche und Zaubereien beinhaltet sind. Und es ist euer Tempel. Ihr dürft ihn schützen und hegen und pflegen, dass es euch immer gut geht. Mit der nächsten Einatmung bitte ich, die Hände zu lösen an die Seite des Körpers. Öffnet die Augen und tretet mit dem rechten Fuß an das rechte Mattenaußenkante so einen kleinen Schritt weit, so wie es euch gut tut. Dann nehmt die Hände an die Hüfte und schiebt mit der rechten Hand das rechte Becken nach vorne. So ist das Becken wieder parallel zum vorderen Mattenkante ausgerichtet. Haltet eine Mikrobeuge im linken Knie. Und wenn ihr zum rechten Fuß guckt, drückt die Ferse und die Zehen ganz fest in die Matte, auch die Fußaußenkante. Und dann schaut zum linken Fuß. Auch hier könnt ihr mal die Zehen heben und sie wieder satt auf der Matte erden. Und mit der Einatmung richtet den Oberkörper auf. Drückt nochmal mit der rechten Hand das Becken nach vorne und erdet das Steißbein Richtung Matte. Super. Dann löst die Hände zur Seite und mit der Einatmung gehen die Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Und mit der Ausatmung, Achtung, ganz genüsslich, ohne die Ausrichtung des Beckens zu verlieren, beugen wir das linke Knie etwas mehr. Schiebt mit dem rechten Fuß euer Becken nach vorne, sodass sich das linke Knie etwas mehr beugen kann. Die Arme thronen über unserem Kopf. Und dann verschränkt die Hände hinter eurem Kopf und drückt den Kopf genüsslich in die Hände hinein. Dann merkt ihr schon, wie der Nacken sich verlängert. Und es ist eine ganz stabile Position, da wo uns niemand so schnell rausschmeißen kann. Das ist der Krieger 1. Mit der nächsten Einatmung hebt die Arme wieder hinter die Ohren nach oben. Aktive Finger, die nach oben strahlen und Ausatmung, streckt sich das linke Bein etwas mehr. Einatmung, nochmal volle Länge von den Füßen bis über die Krone des Kopfes in eure Finger. Und mit der Ausatmung neigt den Oberkörper diagonal nach vorne. Haltet inne, wenn er parallel zur Matte ist. Schaut energetisch nochmal in euer Becken, zieht den rechten Beckenkamm nach vorne, drückt fest in eurem rechten Fuß und mit der nächsten Ausatmung verneigt noch etwas mehr nach unten über euer linkes Knie.
Gerne könnt ihr das Knie leicht beugen, wenn es euch angenehmer ist. Stellt die Fingerkuppen rechts und links des linken Fußes auf die Matte. Einatmen. Zieht euch die Kraft über die Haut zu den Muskeln, zu den Knochen. Und mit der Ausatmung darf der Kopf auf der Innenseite des linken Beines mehr Richtung Matte sinken. Einatmung, zieht euch wieder lang, pulsiert mit mir. Und Ausatmung, sinkt der Oberkörper wieder mehr Richtung Matte. Einatmung, zieht euch lang, gerne immer mit gebeugtem Knie. Und Ausatmung, verneigt euch mehr. Einatmung, zieht euch nochmal lang, volle Länge im Oberkörper, in den Seiten des Körpers. Und Ausatmung, nochmal verneigt tief auf der Innenseite des linken Fußes. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung zieht euch lang, wandert mit dem rechten Fuß etwas mehr nach hinten in den normalen Ausfallschritt. Die Hände stützen euch. Einatmung, zieht das Becken nochmal nach oben. Und Ausatmung, sinkt tiefer in euer linkes Knie. Einatmung, holt euch den rechten Fuß zum linken, stellt die Fingerkuppen auf, halbe Vorbeuge. Ausatmung, verneigt in die tiefe Vorbeuge. Einatmung, über die Arme, über die Seite nach oben zum Himmel. Und Ausatmung, gehen die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Wenn die Füße hüftweit sind, darf der linke Fuß nun einen Schritt nach hinten treten. Die Zehen sind ungefähr auf 10 Uhr ausgedreht. Wir nehmen die Hände an die Rückseite des Beckens und schieben mit der linken Hand den linken Beckenkamm parallel zur vorderen Mattenkante. Einatmen, holt euch die Kraft über die Füße in euer Becken und streckt euch lang. Zieht die Schultern zu den Ohren und legt die Schulterblätter genüsslich hinter euer Herz. Wenn die Ellenbogen hinten noch mehr Richtung der Mittellinie oder Wirbelsäule ziehen, dann spürt ihr noch mehr Aufrichtung. Zieht die unteren Rippen Richtung Schambein, fester Bauch, Steißbein Richtung Fersen. Und mit der Einatmung öffnen sich die Arme zur Seite und ziehen nach oben über den Kopf. Denkt dran, dass eure Hüfte parallel nach vorne ausgerichtet bleibt. Wenn ihr mit der nächsten Einatmung so viel Länge nach oben schafft, von den Füßen bis in die Fingerspitzen und mit der Ausatmung mit dem Oberkörper parallel zur Matte nach vorne sinkt. Einatmung, zieht euch die Kraft über die Peripherie in die Mittellinie und Ausatmung, sinkt tiefer mit dem Oberkörper in den Händen Richtung rechten Knie. Wenn ihr die Fingerkuppen aufstellen könnt, gerne beugt das rechte Knie, soweit ihr wollt, soweit es euch gut tut. Doch schiebt immer wieder die linke Beckenseite nach vorne. Drückt fest in euren linken Fuß, wenn ihr mit der Einatmung euch erhebt, mit dem Oberkörper parallel zur Matte und mit der Ausatmung tiefer über euer rechtes Knie sinkt. Oder besser noch an der Innenseite des rechten Knies. Einatmung, zieht euch wieder in die Länge. Und Ausatmung, verneigt wieder über das rechte Knie. Einatmung, drückt fest in den linken Fuß, dass sich der Oberkörper nach vorne zieht. Und Ausatmung, verneigt. Der Hals wird nicht geknickt, er ist in Verlängerung der Wirbelsäule, wenn ihr euch mit der nächsten Einatmung wieder nach vorne hebt. Und dann wandert der linke Fuß nach hinten in einen Ausfallschritt. Ihr steht nochmal hier ganz stabil. Zieht die Kraft über die Füße in euer Becken, hebt das Becken etwas mehr und mit der Ausatmung sinkt tiefer in euer rechtes Knie. Einatmung, der linke Fuß geht nach vorne zum rechten, stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang, halbe Vorbeuge und Ausatmung, verneigt tief in die ganze Vorbeuge. Und dann schiebt nochmal von vorne die Hände unter eure Füße und tretet richtig mit den Füßen auf die Hände drauf. Nur noch die Ferse ist fest verankert auf der Matte. Wenn ihr mit der nächsten Einatmung den Oberkörper ein bisschen aufrichtet in die volle Länge und mit der Ausatmung mit die Ellenbogen nach außen wegziehen, verbeugt in eine ganze Vorbeuge.
Wie gesagt, immer gerne mit gebeugten Knien. Einatmen, zieht euch lang in die halbe Vorbeuge. Und ausatmen, verneigt nochmal tief in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, löst die Hände von den Füßen, stellt die Fingerkuppen auf, beugt die Knie tief. Einatmen, die Arme gehen über die Seite nach oben zum Himmel, Stuhlstellung. Und ausatmen, kommt nach oben, nehmt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Ganz, ganz toll. Auch wenn wir heute etwas langsamer sind, sind wir doch sehr intensiv. Die Hände nehmt an die Seiten des Körpers. Schaut mal in eure Füße. Sind sie hüftweit auf der Matte? Klebt richtig die Zehen und Fersen auf der Matte fest. Und dann gerne wankt mit mir einmal kurz von rechts nach links und von links nach rechts. Und wie ist es oft so schön, wenn wir uns etwas wünschen und dann kommen Menschen und die wollen uns unsere Wünsche ausreden und dann ist es auch so, dass wir einfaches Wanken anfangen und gar nicht mehr so richtig wissen, was wir eigentlich wollen. Und dann hilft es plötzlich, ganz still zu werden und die Augen zu schließen und in uns reinzuschauen und alles, was im Außen passiert, auszuschalten und wirklich mal hinzuhören, was uns unser Herz sagen möchte. Was wünschen wir uns und nicht, was wünschen die anderen uns? So bitte ich euch mit der nächsten Einatmung, die Augen wieder zu öffnen. Und ihr kennt diese Stellung schon von einigen Malen vorher. Sie ist eine wunderschöne Stellung, finde ich, um Wünsche zu formulieren, um ganz frei sich zu fühlen. Und so bitte ich euch, dass euer linker Fuß euer Standfuß ist. Lasst das Becken parallel, wenn ihr das rechte Knie nach oben zieht. Gerne nehmt die Hände zu Hilfe und haltet euer rechtes Knie fest. Und um nicht rauszufallen, fokussiert euren Blick auf einen Punkt vor euch auf dem Boden. Zieht mit der Einatmung das Knie etwas näher zur Brust und mit der Ausatmung lasst es sinken. Und wer ein bisschen Unterstützung braucht, darf sich gerne auch an einer Wand anlehnen, wenn es leichter ist. Mit der Einatmung zieht das rechte Knie nach oben und mit der Ausatmung lasst es wieder etwas sinken. Und dann, ups, auch ich fange mal raus und dann kommen wir wieder rein, wenn wir rausfallen. Und dann ziehen wir mal das rechte Knie mit der rechten Hand nach außen, öffnen unser Becken und mit der Einatmung ziehen wir es wieder nach vorne und stellen den rechten Fuß auf der Matte ab. Wunderbar. Gerne wankt wieder einen Moment von rechts nach links und von links nach rechts, um den Ausgleich wieder herzustellen. Und dann ist der rechte Fuß unser Standfuß, den ihr fest auf die Matte drückt. Und dann holt ihr euer linkes Knie nach oben und umarmt euer Knie mit den Händen. Einatmen, zieht das Knie Richtung Brust und ausatmen, sinkt das linke Knie etwas runter. Fokussiert euch auf einen Punkt vor euch auf der Matte, wenn ihr einatmen, das linke Knie wieder zur Brust zieht und ausatmen, das linke Knie sinkt. Nehmt das linke Knie mit der linken Hand und zieht es ein Stück weit nach außen, nach links, öffnet die Hüfte und mit der Ausatmung führt es wieder nach vorne und stellt es den Fuß wieder auf der Matte ab. Wieder wanken wir von einer Seite zur anderen. Und wir verwurzeln die Füße so fest in der Matte, um jetzt in unserem Baum, der jetzt kommt, fest zu verwurzeln, aber zu wachsen nach oben. Mit der Einatmung, ihr könnt gerne, wenn der linke Fuß euer Standfuß ist, könnt ihr gerne den rechten Fuß einfach nur auf der Seite aufstellen. Die rechte Ferse gegen euer linkes Fußgelenk drücken. Oder ihr könnt gerne den rechten Fuß auf euren linken Unterschenkel nehmen. Und wer noch weiter gehen möchte, schnappt sich den rechten Fuß und drückt mit dem rechten Fuß gegen den linken Oberschenkel. Dann seid ihr schon fast da, wenn ihr mit den Händen ins Anjali Mudra vor euer Herz kommt. Wurzelt in die Basis, um nach oben über die Krone des Kopfes zu wachsen. Und dann öffnen sich die Arme wie eine Baumkrone nach oben.
Fokussiert den Blick vor euch auf der Matte, zieht die unteren Rippen nach unten Richtung Schambein. Und ganz erhaben, ganz genüsslich steht ihr da und sagt, ja, das sind meine Wünsche. Das will ich haben vom Leben. Das soll sich für mich offenbaren. Das ist meine Essenz. Super. Der innere Körper leuchtet, wenn der äußere Körper ganz weich wird. Und ihr öffnet euch zu eurem göttlichen Glück nach oben, Richtung Himmel. Super. Und wenn der linke Oberschenkel schon zittert, dann nehmt wieder die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz und löst langsam die Stellung auf. Gerne schüttelt die Beine etwas aus, tänzelt ein bisschen auf der Matte, könnt ihr gerne auch die Arme ausschütteln. Wunderbar. Und dann verwurzelt wieder die Füße hüftweit auf der Matte, drückt die Großzehballen, die hinteren, inneren und äußeren Ferse fest in die Matte. Der rechte Fuß ist unser Standfuß. Und der linke Fuß geht entweder an die Seite, die rechte, linke Ferse ans rechte Fußgelenk oder der linke Fuß an die Wade. Oder ihr nehmt den linken Fuß und drückt ihn auf der Innenseite des rechten Oberschenkels fest dagegen. Das Becken ist parallel nach vorne ausgerichtet. Die Schulter legt hinter euer Herz, wenn ihr die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz führt. Fokussiert euch vor euch auf dem Boden auf einen Punkt. Oder ihr lehnt euch an eine Wand. Einatmung, streckt eure Baumkrone nach oben aus, hebt die Arme. Und die Finger sind aktiv und leuchten zum Himmel. Und ihr steht hier ganz erhaben und wurzelt, um noch mehr Länge zu kreieren. Wunderbar, der Seitkörper ist lang, das Becken thront oberhalb eurem rechten Fuß. Und so schön, dass wir sogar auf einem Bein so stabil stehen können und ganz freudig uns ein Lächeln schenken können. Und gleichzeitig dabei noch unsere Wünsche formulieren wollen. Ja, super. Und so können wir stehen und stehen und stehen. Und in einer Stunde stehen wir immer noch da und fallen nicht raus. Oder doch? Holt euch nochmal mit der Einatmung die Kraft über die Haut zu den Muskeln, zu den Knochen. Und dann stupsen die Knochen, die Muskeln wieder weg und die Haut vibriert und wird ganz weich. Und mit der Ausatmung nehmt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz und löst die Stellung auf. Ganz toll, wunderbar habt ihr das gemacht. Schüttelt die Hände und Füße aus, fühlt euch frei. Super. Und weil es so schön ist, würde ich gerne noch mit euch eine ganz tolle Lieblingsübung praktizieren, indem ihr die Füße hüftweit fest verankert auf der Matte. Nehmt nochmal die Hände ans Becken, zieht das Steißbein Richtung Boden nach unten, die Knie können leicht gebeugt sein, richtet den Oberkörper schön nach oben auf, die Rippen gleiten Richtung Schambein nach unten, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und dann sind es die Hände, die sich hinter eurem Gesäß verschränken. Die Daumenwurzeln drücken gegen euer Kreuzbein. Und ihr zieht die Ellenbogen fest nach hinten, dass sich die Schulterblätter hinter euer Herz ziehen. Und mit der Einatmung holt ihr die Kraft von den Füßen in euer Becken und von den Händen über das Herz in euer Becken. Und dann strecken sich die Hände etwas mehr und das Brustbein zieht zum Himmel, ohne dass die Rippenverbindung verloren geht. Und dann ist es, als würde eine goldene Kugel in euren Händen liegen. Die Handteller sind offen, auch wenn die Hände verschränkt sind. Und die Kugel ist schwer und will euch nach unten ziehen, aber ihr verliert nicht an Länge, denn die Krone des Kopfes thront über eurem Hals. Der Blick ist weich, diagonal zum Himmel und ihr sagt, ja, so what? That are my wishes. Das sind meine Wünsche. Die machen mich glücklich und dafür trage ich diese goldene Kugel in meinen Händen als Symbol meiner Tatenkraft, als Symbol meiner Energie, die ich in mein Herz ziehe und die Kugel wird immer schwerer und das Brustbein wird immer mehr zum Himmel. Wunderbar.
Und mit der Einatmung ganz langsam richtet euch wieder auf. Und mit der Ausatmung nehmt die Hände ins Anjali Mudra wieder auf euer drittes Auge. Verweilt für ein paar Atemzüge hier in eurer Ruhe. Dann bitte ich euch, die Hände zur Seite zu lösen, die Augen zu öffnen. Und nun gleiten wir mit dem Oberkörper nach unten, indem wir den Kopf, das Kinn Richtung Brustbein nehmen. Die Schultern thronen noch ganz aufrecht. Und Wirbel für Wirbel für Wirbel beugen wir die Wirbelsäule und verneigen uns ganz genüsslich und ganz langsam nach unten. Wirbel für Wirbel für Wirbel. Ganz, ganz langsam. Wir haben alle Zeit der Welt und unsere Wirbelsäule dankt es uns, wenn wir uns Zeit lassen in der Verneigung. Und dann gerne kommt auf die Knie, in die Hocke. Wunderbar, super. Und dann bitte ich euch, zum Sitzen zu kommen. Die Füße legt wie in Gebetshaltung vor euch zueinander. Haltet euch mit den Händen fest an den Fußgelenken und zieht den Oberkörper hier mit zur Hilfenahme der Hände in die Länge. Eine Einatmung hier und mit der Ausatmung gehen die Ellenbogen zur Seite und du schaust in deinen Bauchnabel. Zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule. Einatmung, richte dich wieder auf, volle Länge im Seitkörper. Ausatmung, schau in den Bauchnabel. Verneig dich. Einatmung, zieh dich wieder in die Länge und Achtung, wir lösen die Hände. Und jetzt guckt mal, wir legen die Füße ganz ulkig übereinander und zwar vielleicht den rechten Unterschenkel vor euch parallel zur Matte und vielleicht kann der linke Fuß sich auf den Unterschenkel drauflegen. Etwas komisch, da müsst ihr vielleicht mit dem Becken etwas mehr nach vorne rutschen. Versucht es mal. Also ihr stapelt praktisch die Unterschenkel richtig übereinander. Legt den linken Fuß in die Kniekehle fast hinein des rechten Beines. Einfach mal probieren und einfach mal nur so sitzen. Stützt euch mit den Händen ab, dass ihr die Aufrichtung im Oberkörper findet. Das Steißbein thront noch fest auf der Matte. Und mit der Ausatmung ziehen wir das Steißbein wieder oder den Popo nach hinten und wechseln die Beine, dann ist der rechte Unterschenkel über dem linken Unterschenkel. Und wenn wir das Becken wieder mehr zu den Unterschenkeln schieben, dann schaffen wir es vielleicht etwas mehr. Helft euch mit den Händen, um den Oberkörper vom Sitzbeinhöckern bis über die Krone des Kopfes aufzurichten. Super! Schön, auch immer spielerisch wieder eine neue Position zu entdecken. Einatmung, nimmt das Becken wieder zurück und streckt die Beine genüsslich auf der Matte aus. Die Zehen zieht fest Richtung Nasenspitze. Holt nochmal das Sitzfleisch unter eurem Becken hervor, dass ihr die Sitzbeinhöcker spürt. Einatmung, die Arme gehen über die Seite nach oben zum Himmel. Und Ausatmung. Verneigt mit dem Oberkörper ein Stückchen nach vorne zu den Füßen. Einatmen, holt euch die Kraft von den Händen und Füßen in euer Becken. Zieht die Oberschenkel energetisch in euer Becken hinein. Und Ausatmung, sinkt so weit ihr könnt etwas mehr nach vorne. Und dann stellt die Fingerkuppen neben den Beinen auf die Matte auf. Der Oberkörper ist in der vollen Länge. Und mit der Ausatmung, jetzt darf sich der obere Rücken runden und wir schauen in unseren Bauchnabel hinein. Und wenn die Fingerkuppen fest in die Matte drücken, dann liegen die Schulterblätter hinter unserem Herz. Einatmung, zieht euch wieder in die Aufrichtung mit den Händen und ausatmen in einen Rundrücken, schaut in den Bauchnabel. Einatmung, zieht euch nochmal in die Länge. Und dann wandern die Fingerkuppen wieder zurück und ihr legt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Schließt für einen Moment die Augen. Spürt hinein, wenn die Fersen fest in den Boden drücken, die Knie leicht gebeugt sind, die Zehen Richtung Nasenspitze ziehen.
Da ist noch ganz viel Energie in dieser ruhigen Position. Die Sitzbeinhöcker drücken eure Wirbelsäule über die Krone des Kopfes nach oben und die Schulterblätter ziehen nach hinten in den hinteren Rücken. Toll! Ganz erhabene Position. Und wir schauen in uns hinein und spüren schon, was tut sich da alles. Und mit der Ausatmung bitte ich euch, die Hände hinter euch aufzustellen, das Becken mittig der Matte abzulegen und wir kommen zum Liegen. Haltet euch gerne an einem Knie fest, wenn ihr euch Wirbel für Wirbel auf der Matte ablegt. Dann stellt die Füße auf, die Fersen sind ungefähr so weit von unserem Becken entfernt, dass wir sie mit den Mittelfingern vielleicht noch gerade erreichen können. Und dann ist der rechte Fuß unser Standfuß und das rechte Knie bleibt, wo es ist. Und dann legt sich der linke Fuß auf das rechte Knie. Und wir drücken einmal mit der linken Hand das linke Knie etwas weg von uns. Und mit der Einatmung lassen wir es wieder zu uns rangehen. Ausatmung, drückt das linke Knie etwas weg. Und mit der Ausatmung lasst es wieder los. Und jetzt nehmt die Hände ins Anjali Mudra vor auf euer drittes Auge. Und dann versucht mal mit dem linken Knie ganz alleine, ohne Zuhilfenahme der Hände, wegzudrücken und einatmen, es wieder gehen zu lassen. So kommt es etwas näher zu eurer Nase. Ausatmen, drückt es weg und einatmen, zieht es wieder langsam her. Noch einmal einatmen, drückt das linke Knie ganz von alleine weg und ausatmen, lasst wieder los. Dann öffne die Augen, nimm die Hände ans Knie und stell die Füße wieder parallel zueinander ab. Jetzt darf der rechte Fuß auf das linke Knie. Und wir drücken mit der rechten Hand gegen das rechte Knie und öffnen so unser Becken etwas mehr. Die linke Hand kann einfach auf dem Boden liegen. Einatmen, lasst das Knie wieder gehen. Ausatmung, drückt es wieder etwas weg von euch mit der flachen Hand, der rechten Hand. Einatmung, lasst es wieder los. Ausatmung, drückt das Knie wieder weg. Und Einatmung, lasst es wieder los. Und dann nehmt wieder die Hände, aber nun verschränkt auf euer Herz. Legt es ganz flach auf euer Herz, wenn ihr die Augen schließt. Und dann darf mit der Ausatmung das rechte Knie wie von Zauberhand sich wieder mehr wegdrücken und wie von Zauberhand löst es wieder. Ausatmung, drückt das Knie nach außen weg und Einatmung, kommt es wieder zurück. Ausatmung, noch ein letztes Mal, drückt das Knie nach außen weg und Einatmung, lasst es los. Dann öffnet die Augen, stellt den rechten Fuß neben den linken, holt euch nochmal die Knie, umarmt eure Knie ganz liebevoll, wackelt von links nach rechts und von rechts nach links, schenkt euch so viel Liebe und so viel Energie, die ihr sammelt in eurem Herzen. Und mit der Ausatmung stellt die Füße auf. Dann lasst die Füße ausgleiten auf der Matte, mattenweit. Die Zehen fallen nach außen, die Arme sind neben eurem Oberkörper. Wenn ihr eine Decke in der Nähe habt, so schnappt sie euch, um euch zuzudecken. Zeigen die Handinnenflächen nach oben zum Himmel. Ladet den Atem ein, gleichmäßig und ruhig in euch zu pulsieren. Schließt genüsslich die Augen und genießt euer Shavasana, wo euer Körper alles verdauen darf, was wir praktiziert haben. Und wie ihr wisst, in der Ruhe, da formulieren wir unsere Wünsche ganz tief in uns drinnen, in unserem Tempel. Und da ist es so still. Und da haben wir unseren Raum, uns zu entfalten. In diesem wunderschönen göttlichen Tempel, den uns das Leben geschenkt hat. Shavasana.
Beginne nun langsam deinen Atem wieder wahrzunehmen, wie er sanft über die Nase einströmt und wieder ausströmt. Atme in den Herzraum, in deinen Tempel hinein, der sich mit jeder Einatmung füllt und weitet. Halte die Weite und atme wieder genüsslich aus. Verankere in deiner eigenen Essenz. Wenn du mit der nächsten Einatmung die Fingerkuppen leicht bewegst und die Zehenspitzen, die Handgelenke und die Fußgelenke, dann zieh die Arme in weiten Bogen über deinen Kopf und streck dich in die Länge. Und mit der Ausatmung lass los. Mit der Einatmung streck dich nochmal in die Länge, mach dich ganz lang und genüsslich und mit der Ausatmung lass los. Und dann komm gerne über die Embryo-Haltung nochmal hier an, schenk dir nochmal eine liebevolle Umarmung und stell die Fingerkuppen auf, ganz genüsslich und richte dich in eine angenehme Sitzposition auf. Nimm die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra, gerne lass die Augen noch geschlossen. Ein Moment des Innehaltens, fokussiert und konzentriert auf deine Wünsche und deine Glückseligkeit. Ich wünsche dir von Herzen, dass alle deine Wünsche sich erfüllen mögen. Und sage Namaste für viel Lachen und viel Glück in deinem Leben.